auch als erstes Lens Correction. Dann sieht das Ganze schon direkt anders aus. Transform, mal gucken, was Lightroom mir da anbietet. Ha, nichts. Klasse. Verändert nicht so super viel. Ich habe es aber von vornherein schief fotografiert. Das heißt, wir machen das nochmal von Hand. So. So. Ich will mal gucken, wo hier die Kanten sind. Die sieht man nämlich wieder nicht. Hier ungefähr und da. So, Linie 1 und ich glaube als zweite nehme ich mal die hier. Die erste, die ist schief, ja, die ist schief. Die wird jetzt noch gerade. Hoffe ich. Hoffen wir es mal. Aha, zack. So wollen wir das haben. So, von wegen schief. Jetzt ist sie gerade. Jetzt kann mir keiner mehr was sagen. Viel besser. Mashallah. So, gucken wir mal, ob wir die zuschneiden. Ich glaube aber nicht. Ich gucke mal, wie das in 4:5 aussieht. Ich könnte, glaube ich, allerhöchstens diese Stufe unten wegschneiden, aber das ist mir oben zu... Nee, das sieht schon ganz cool aus mit dem Marmor und alles. Das kann schon gerne bleiben. So. So, dann gucken wir, was wir da rausholen können. Details, erstmal Sharpening, nicht über das gesamte Ding. So ungefähr, ISO von 100 ist auch okay. Dann ziehen wir mal die Highlights runter, um da dieses Marmor mehr rauszuholen. Exposure ist eigentlich okay, da brauche ich nichts dran machen. Gucken, was Lightroom überhaupt anbietet. Aha, er macht das viel zu hell, das wollen wir natürlich nicht. Kontrast, ja. Kontrast machen wir gleich einzeln. Shadows können ruhig weiter runter, wobei, ja doch, können ruhig weiter runter. Whites, ja, wir wollen das schön clean haben, schön clean, cleanes Weiß, soll schön edel aussehen. So. Ich glaube, in diesem Fall gehen wir anstatt auf Clarity auf Texture, um wirklich nur diese Marmorbereiche und sowas weiter rauszuholen. So, Vibrance ein bisschen nach oben. Die Haze brauchen wir in diesem Fall nicht. So, Moment, ich wechsle mal kurz das Bild, sonst ist das ein bisschen doof. Sollte ich mir mal angewöhnen. Wo haben wir es denn? So, da ist es. Ah, direkt schon viel besser. Also Farben kann man noch ein bisschen was machen, aber an sich schon mal nicht mehr schief. Alles klar, gehen wir mal in die Tone Curve. Normale S-Kurve reinballern. Bisschen Kontrast rausholen, aber nicht zu viel. Ich finde, das Rot sollte nicht zu krass gesättigt sein. Irgendwie finde ich das, weiß nicht, finde ich das nicht so geil. Dieses Orange. Das werde ich gleich wahrscheinlich noch ändern. Whites auf jeden Fall nach oben und so ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen, ups, ein bisschen ausgewaschen vielleicht. So. This is where the magic happens.
HSL-Slider. Wir können die Tür natürlich auch rot machen. Vielleicht sieht das geil aus. Wer weiß. Die Struktur oben eventuell deutlicher. Ja, werde ich gleich nachträglich machen. Ich gucke jetzt erstmal kurz, welche Farbe die Tür kriegt. Also gelb auf jeden Fall nicht. Zu rot will ich die allerdings auch nicht machen. Allerdings sieht das ganz geil aus, wenn die Backsteine so ein bisschen orange, so ein bisschen röter sind. Deswegen werde ich das auf jeden Fall machen und dann werde ich die Tür... Ja, eigentlich ist das schon ziemlich geil so. Yellow, was haben wir denn bei Yellows? Yellow macht nicht viel. Greens haben wir auch kaum im Bild. Haben wir Blues im Bild. Kaum Farben im Bild, nur Rot. Blau in den Shadows, okay. Und Grün in den Midtones. Aha, da kriegen wir die Struktur her. Didim. Luminance in den Blues weiter runterziehen. Und in den Aquas wahrscheinlich auch. Und in den Greens sehe ich gar nichts. Purple und Magenta ist irgendwo in den Highlights, aber die sehe ich nicht. Bin ich blind? Sehe da nicht, was sich da verschiebt in Highlights. Ach, da, okay, doch. Okay, das kann ruhig heller. Und was ist das? Magenta haben wir nicht, okay. Ich fände es vielleicht ganz cool, wenn die Highlights, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das hinkriege. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Blau drin, also ein bisschen kühlere Töne in den Highlights. Da. So, das sieht doch ganz nice aus. Gucken, ob ich noch ein bisschen mehr die Highlights kriege. Ja, das ist halt immer dämlich, ey, mit... Das ist halt ein bisschen... Wenn ich jetzt blau ein bisschen mehr reinhauen will... Dann überlagert das natürlich direkt alle Highlights. Das ist echt ärgerlich. So, schon besser.
So, ich bin relativ zufrieden damit. Das sieht auch ziemlich cool aus. Nices Rot, nices Orange, schöne Blau, klare Blautöne oben in der in dem Marmor. Ja, eigentlich würde ich, hätte ich die gerne noch ein kleines, kleinen Tick deutlicher. Vielleicht mit Structure hier ein bisschen aufpassen. So, ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal so, wie es ist, in Photoshop schicken. Und dann einfach mal kurz gucken, was. Der Marmor sieht schon gut aus. Ja, das finde ich auch. Und dann mal gucken, was Lumina mir noch anbietet an Verbesserungen, die ich jetzt vielleicht nicht sehe. Das ist eigentlich das Einzige, wofür Lumina für mich zumindest gut ist. Dinge tun, die ich entweder, was heißt nicht kann, aber die, auf die ich jetzt nicht direkt kommen würde oder die ich nicht direkt sehe, die man verbessern könnte. Ich finde ehrlich gesagt auch diese Klingel hier super scheiße. Mal gucken, ob ich die noch wegkriege. Was vor allen Dingen sehr ärgerlich ist, ist in der Tür, dass die nicht so. Nicht so clean ist. Gleich mal gucken, ob ich das wegkriege. Gerade hier um den Türknauf und hier, das ist natürlich super ärgerlich. Komm, Lumina, öffne dich. Tu Dinge. So. Dann gucken wir mal. Erstmal machen wir hier die Looks weg. Das braucht sowieso keine Sau. So, dann gucken wir mal hier direkt bei. Was macht Smart Contrast? Erstmal gar nichts, weil Lumina Ewigkeiten braucht, um überhaupt irgendwas zu machen. Okay, erhöht halt den Kontrast richtig krass. Das brauche ich nicht. AI Enhancement. Ja, okay. Ja, doch, das sieht alles sehr viel cooler aus als. Ich weiß nicht, wie Lumina das macht, aber es targetet dann wirklich nur so die Stellen, die wirklich ein bisschen zu dunkel sind. Keine Ahnung, wie Lumina das macht. AI Structure. Ja, da muss man jetzt aufpassen, ey, da darf ich nicht zu viel reinhauen. So. Ich glaube, das reicht mir schon. Vorher, nachher gucken. Ja, Lumina gibt dem Ganzen irgendwie, ich weiß auch nicht wie, immer noch mal so ein kleines, so einen kleinen Pop irgendwie. Um Bild noch mal so ein bisschen aufzupoppen, ist das schon ganz gut. Ist auch irgendwie kein Hexenwerk, was das Tool macht, aber oft bringt es das doch. Das sieht geil aus. So, neuer Layer drüber und dann werden wir mal ein bisschen aufräumen. Und zwar hier oben im Marmor allerdings nur die Stellen, die wirklich ins Auge stechen. Und nicht die Marmorstruktur an sich, weil die finde ich genau richtig. Das sieht so sehr cool aus. Nur hier so ein paar, sind so ein paar Flecken. Aber da mache ich jetzt nicht allzu viel. Auch hier diese Risse, die werde ich jetzt auch nicht wegmachen. Ist alles nicht so dramatisch. Das ist alles okay, das ist alles okay. Hier sind noch so ein paar Flecken. Ja, sowas hier ist ärgerlich. So, und jetzt hier vor allen Dingen die ganzen Kratzer in der Tür. Das ärgert mich am meisten. Was heißt ärgert mich am meisten? Ist ja nicht meine Tür, aber.
Die Risse sind das Beste. Welche Risse? Im Marmor oder nicht die in der Tür auf jeden Fall? Oh, hier noch so ein Kaugummi. Bah. Ja, sowas braucht keiner. Im Marmor. Bin aber gespannt auf den Tag, an dem ich über die zwei Zuschauer hinauskomme. Eigentlich ist es ja auch nur ein bisschen Ansporn. Ist jetzt nicht so, dass ich hier Millionen oder Tausende oder Hunderte Zuschauer erwarte, aber... Du hattest schon mehr. Ja, 3 vorhin. Als ich angefangen habe zu streamen, waren es 3, warum auch immer. Wahrscheinlich hat mein Handy auch noch eingezählt, was hier lag. Und Herr New Sonics natürlich. Der gerade schön seine Hausarbeit schreibt und mir hier das Büro heute überlässt. Ein Kaviar. Wo kommt er denn her? Ah, 2 Viewer, okay, krass. Da ist er. Wenn man vom Teufel redet, Alter, wo kommst du denn her? Gerade mit der Hausarbeit fertig wahrscheinlich. Lel. Entweder hat er jetzt die ganze Zeit gelauert oder war irgendwie invisible. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man im Chat irgendwie, ob man sich nicht als Viewer anzeigen lassen kann. Oder er ist jetzt gerade reingekommen, als ich gesagt habe, ich habe Sturm frei. Weil New Sonics nicht am Start ist, lol. Grüße. Ach, guck mal. Guck mal, wie nett die Community im Chat ist. Ha. Mein Gott, ist diese Tür verkratzt, ey. Das habe ich von weiter hinten gar nicht so gesehen. Vor allem diese gammeligen Flecken hier. So, hier jetzt Zuschauerinteraktion. New Sonics, bist du fertig? Nee, nur kurz reinschauen, ob er noch lebt. Gehen jetzt Fuden. Ja, okay. Also scheinbar bist du mit der Hausarbeit fertig komplett. Natürlich. Dann guten Hunger. Gönnen. Wo geh dann hin? Ich war letztens bei Peter Payne. Hier in Köln. Da am Friesenplatz. Das war ganz nice. Da will er nicht verraten, wo er hingeht, oder was? Frech. Uiuiui. Mensch. Photoshop, ey, du bist eine einzige Magie. Eine einzige Magie. Was ist denn hier los? So crazy. Ja, echt super ärgerlich, dass man hier immer noch so diese Bereiche sieht. Mal gucken, ob ich die vielleicht echt noch wegkriege. Oh, yo, die kriege ich weg. Hier um diesen Türgriff, das nervt mich, glaube ich, am allermeisten. Das könnte ich halt höchstens wegstempeln. Ja, aber da... Oh, nee. Oh, nee! Nee, nee, nee. Ist alles nicht so... bin ich nicht so... Nicht so zufrieden mit. Da ist er schon wieder raus aus dem Chat. Herr nur so nix. Das ist aber frech. Hat er nicht mal gesagt, wo er jetzt fuden geht.
Naja, ich werde es ja noch früh genug herausfinden, ne? Wahrscheinlich morgen im Büro, der Herr. Mein Gott, was ist denn hier los? Warum kriege ich das denn hier nicht weg? So, die Tür sieht auf jeden Fall schon besser aus, aber um diesen Türgriff und um die Klinke ist es immer noch räudig. Ich glaube, das werde ich aber auch nicht ändern können. Ich kann das gleich mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Oh, hier noch diese letzten. Diese Flecken alle weg. Struktur unten im Holz gefällt mir, ja, das ist tatsächlich ganz nice. Ich finde generell irgendwie sieht diese Tür ganz cool aus. Es ist super weird mit dieser Wölbung da drin, aber irgendwie hat das was. Vor allem diesen Marmor sieht das halt super geil aus. Das sind doch mal Goals. Richtige Life Goals. Wenn du eine Tür mit Marmor hast, dann hast du es geschafft im Leben. Einziges Lebensziel, Tür mit Marmor haben. Yes! So, sieht echt schon ziemlich geil aus. Ach, mich nervt echt dieser Bereich um die Klinke. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Soll ich versuchen, das wegzumachen oder soll ich es einfach lassen? Mach die Klingel weg. Ja, das ist auch mein nächstes Problem. Was heißt Problem, aber die sieht halt super scheiße aus. Mal gucken. Okay, so viel haben wir schon retuschiert. Ja, ob das nicht wohl besser aussieht, retuschiert? Wage ich mich in den Raum zu stellen, die Frage. Unretuschiert? Retuschiert. Ja, natürlich sieht es besser aus. Ja, wenn wir jetzt noch die Klingel wegkriegen. Das wäre natürlich. Das wäre natürlich eine Freude. So, versuchen wir mal wirklich unser Glück. Lassen einfach mal Photoshop sein Ding tun. Ich befürchte aber, dass das nicht klappen wird. Content Aware Fill. Wenn das jetzt funktioniert, dann. Na. Ja. Okay. Danke für nichts. Danke für nichts, Photoshop. Ja, die Klingel ist tatsächlich ein kleines Problem. Die kriege ich nicht so einfach weg. Also vor allem nicht mit einfach drüber malen, das wird nicht funktionieren. Photoshop weiß halt nicht, wo es dann die Pixel hernehmen soll, also woran es sich orientieren soll. Das macht halt keinen Sinn. Ich frage mich aber auch, warum er da rot reinmacht. Das ist halt schon weird, weil eigentlich funktioniert Content Aware anders. Ich könnte versuchen, oh, das könnte ich ja wirklich mal versuchen, einfach hier Lasso drum zu machen. Mal gucken, was passiert, wenn ich den kompletten Knauf wegmache.
Ja, das ist echt weird, dass Photoshop das irgendwie nicht hinkriegt. Das liegt vielleicht daran, dass da diese Maske noch drüber liegt. Weil, wenn ich jetzt, ich könnte schwören, wenn ich jetzt mit diesem Tool einfach drüber gehe, dass das funktioniert. Nee, der ist wichtig, der Knopf. Ja, ich weiß, ich würde den auch gerne da lassen. Ich probiere das jetzt einfach nur mal. Tadam, zack, weg ist er. Ja. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache das anders. Ich werde wahrscheinlich einfach mit dem Zauberstab werde ich einfach den Knauf hier gleich auswählen. Quick Selection Tool, da. So, und dann hoffe ich mal, dass ich wirklich nur den Knauf auswähle. Ja, natürlich, jetzt kommt noch das ganze rote Zeug drumherum, das muss ich jetzt gleich wegmachen. Okay, warum checkt er das nicht? Bin ich dumm? Das ist merkwürdig. Object Selection Tool, vielleicht schafft das so. Nee. Okay, dann müssen wir es händisch machen. Wir machen das händisch und zwar über das. Machen wir mit Polygon-Lasso. Ich mache das jetzt so, ich werde einfach den Knauf einmal rauskopieren. Dann werde ich die komplette Tür mit Content Aware wegmachen, also den Knauf, und dann werde ich den einfach nachträglich wieder einfügen. Gucken, wie gut das funktioniert. Ich befürchte, dass das hier viel zu hakelig ist, das könnte sein. Mein Gott. Dann fehlen möglicherweise die Schatten. Könnte sein. Ich glaube, dass das deswegen nicht funktioniert, weil er. Ich probiere mal was aus. Ich probiere jetzt mal aus, dass. Ich markiere das jetzt nochmal. Immer nur den kompletten Layer, das will ich nicht. Mann, eigentlich will ich das Ding nur markieren. Aha. So, schon besser.
So. Und jetzt will ich eigentlich. Oh ne, hat der jetzt. Warte mal. Ah ne, doch nicht. Okay. Eigentlich will ich doch jetzt nur. Nur. Warum macht er das denn nicht? Layer 0 Copy. Zurück. Copy Selection, warum macht er das denn nicht? Deselect Inverse, All Layers, Deselect Layer, Find Layer, Select Layer. Save Selection? I don't know, nein. Okay, wir machen das anders. Komplett anders. Das nervt mich sonst so sehr. Ich weiß nicht warum. Ich denke, das hat was mit zu tun, dass das Ding ein Smart Object ist. Ich glaube, wir machen das so. Wir stempeln das Ding einfach raus. Ich mache nochmal einen neuen Layer. Dann stempel ich das Ding einfach einmal komplett raus. Größe. So groß wie das Ding. Quasi nur irgendwie den Sweet Spot zu finden. Okay, wir machen das jetzt mal so. Ich stempel das Ding einmal hier hin. Dann. Ich hätte es einfach von vornherein so machen sollen. Content Aware. Ich das Ding weg.
Jetzt könnte ich das natürlich einfach wieder dahin stempeln. So. Direkt viel besser. Ich hätte es direkt so machen sollen. Okay, dieser Knauf ist ein bisschen tiefer, aber auch scheißegal. Aber wobei, nee, ich glaube, es ist mir nicht scheißegal. Ich will den schon da haben. So, viel besser. Tudum. Hätte ich einfach direkt so machen sollen. Viel zu aufwendig, was ich versucht habe. So ein Quatsch. So, zack. Jetzt ist da rum halt zwar so ein bisschen rot. Ein bisschen dunkleres Rot. Das ist aber... Also, mir ist das total egal. Stattdessen besser so. deswegen werde ich das jetzt einfach anders machen. Ich werde jetzt einfach nochmal... Pinsel ein bisschen, den Dings ein bisschen kleiner machen. Und einfach nochmal an den Rand so ein bisschen gehen. Minimal. Dann gleich nochmal mit Content Aware drumrum, damit das ein bisschen smoother aussieht. So, weil jetzt sieht er halt viel zu reingestempelt aus. Wobei, warte mal, ich kann das vielleicht auch. Ich glaube, ich lasse das einfach so. Ich finde das eigentlich ganz nice so. Ja, aber die Klingel kriege ich nicht weg. Die Klingel werde ich nicht... Die werde ich nicht loskriegen. Da müsste ich viel zu viel stempeln. Ich kann das mal eben versuchen. Ich würde den Schatten lassen. Ja, lasse ich auch. Ich kann das mal eben versuchen, indem ich hier sample und dann... Mein Gott. Hier Sample und dann, ja, das sieht man viel zu sehr. Ist nicht geil. Ist sehr schwer wegzustempeln. Vor allem ist es mir das ehrlich gesagt auch nicht wert. Also das da jetzt so einen Aufwand zu machen, um diese scheiß Klingel zu kriegen. Ich meine, die Klingel ist halt schon super nervig, aber die ist sehr schwer, wirklich sehr schwer wegzukriegen. Vor allen Dingen, weil die halt hier einmal an dem Marmor ist, nach hinten von der Perspektive sich ändert, der Fokus sich nach da verändert und hier ins Rot reingeht. Frag mal einen Mieter nach, ob die das Scheißding nicht abschrauben können. Ja, und dann gehe ich nochmal hin. Ja, egal. Lass ich so. Speichern.